Endlich ist er da, der Sportwagen für jeden Tag. Hier gibt's Glücksgefühle serienmäßig mit High-Performance-Power, die ich vorher noch nie erlebt habe. Laut Autobild der dreckigste Saubermann, den man sich vorstellen kann, und dieser Spruch passt zu ihm. Fette 650 PS, von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 260 km/h. Freut euch auf Emotionen und technische Highlights vom Feinsten. Also Vorhang auf und Strecke frei für den neuen Hyundai Ioniq 5N im 3-Tage-Megatest. Ich muss schon sagen, was mir der Wagen in diesen 3 Tagen an Emotionen und Fahrspaß gegeben hat, das sucht wirklich seinesgleichen. Du hast zwar eine top Bose Soundanlage verbaut, ich habe aber meistens das Radio komplett ausgehabt und immer nur die imitierten Motorgeräusche genossen, und die sind einfach unbeschreiblich. Das Video ist natürlich in Kapiteln aufgeteilt, so kannst du dir raussuchen, was dich interessiert. Und ohne zuverlässige Partner geht's natürlich auch nicht, und deswegen geht ein ganz großer Dank an die ASL Lichtblau GmbH in Potsdam und Teltow raus, die mir dieses Auto zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr Fragen habt, dann sind hier Experten für euch da, die euch alles beantworten können. Den Link zu diesem Hyundai-Partner findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung. Und natürlich noch ein dickes Danke an meinen Kumpel Tilo, der mir immer zur Seite steht, wenn ich diese Art von Videos drehe. Aber jetzt zum Thema. Er brummt, er vibriert, aber er stinkt nicht. Batterie statt Benzintank, aber trotzdem mehr Performance, als man sich vorstellen kann. Das ist der neue Hyundai Ioniq 5N. Der steht jetzt beim Händler. Ihr könnt ihn alle bestellen, ihr könnt ihn alle Probe fahren. Und ich habe mal so ausgerechnet, wie viele Leute dieses Video schauen müssten, damit ich mir den kaufen kann. Und zwar sind das ganz genau 20 Millionen. Also ran an die Player, drücken das Video und irgendwann kaufe ich ihn mir. Wir haben den Wagen 3 Tage getestet. Wir sind nachts gefahren, wir sind 260 Spitze gefahren. Wir haben also ein bisschen den Wagen um die Kurven gleiten lassen und haben eine ganze Menge kleiner Details hier erkannt. In Sachen Bremsen gibt es auch viel zu erklären. Hier wurde ein ganz besonderes Konzept angewendet, was ich euch nachher mal vorstelle. Aber ansonsten gibt es natürlich das Fahrzeug in 10 verschiedenen Farben. Das heißt, wenn ihr euch diesen blau-matten Lack nicht gönnen wollt, weil ihr sagt, ich bin ein bisschen entspannter unterwegs, schwarz, grau etc., geht natürlich auch. Und wie das alles so funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Von außen betrachtet erkennt man den Elektrosportler auf den ersten Blick. Er ist jetzt 8 cm länger als der Ioniq 5 mit genau 4,72 m und kommt mit einer Breite von 1,94 m sowie einer Höhe von 1,54 m daher. An der markanten Endfront sorgen funktionelle Lufteinlässe und aktive Luftklappen für zusätzliche Kühlung der Bremsen und der Antriebskomponenten, und sie sorgen für optimierte Strömungswerte. Die Spoilerlippe am Stoßfänger, die verbessert den Antrieb und unterstreicht die dynamische Grundhaltung des Fahrzeugs. Die scharf modellierten Lufteinlässe optimieren nicht nur die Aerodynamik, sondern sind auch für die Kühlung der Hochleistungsbremsanlage zuständig. Der flügelartige Endspoiler, der Heckdiffuser und die Lufteinlässe des Hecks werden ebenfalls durch viele sinnvolle Akzente hervorgehoben. Zusätzlich erfolgte eine Optimierung der Karosseriestruktur mit 42 zusätzlichen Schweißpunkten und ca. 2 Metern zusätzlicher Verklebung für mehr Steifigkeit. Die Motor- und Batteriehalterung und die vorderen und hinteren Hilfsrahmen sorgen jetzt für mehr Seitensteifigkeit und wurden diesbezüglich verstärkt. Schaut man sich die 21 Zoll Schmiedefelgen an, so ist man gleich begeistert. Dieses Design sucht meiner Meinung nach seinesgleichen. Dahinter sitzt dann der orange eingefärbte Bremssattel und natürlich auch die gewaltigen Bremsen vorn mit einem Durchmesser von 400 mm und hinten sind es 360 mm. Eine Besonderheit, er besitzt keine Keramikbremsen wie sonst bei dieser Art von Fahrzeug üblich. Hier verbaut man regenerative Bremsen, also Bremsen mit Rekuperation, die annähernd an die gleichen Werte kommen. Auch die Power-Performance der Batterie ist größer geworden und bietet dir jetzt ganze 84 Kilowattstunden, und sie kann natürlich auch in dieser Ausführung dank der 800 Volt Akkuspannung und bis zu 350 kW von 0 auf 80% in schnellen 18 Minuten geladen werden. Somit sind die Pausen kurz und der Fahrspaß kann weitergehen. Laut Hyundai bis zu 450 Kilometer Reichweite kommt man mit einer Ladung, und damit schaffst du 2 komplette Runden auf der Nordschleife.
Der Motor simuliert ein 8-stufiges Doppelkupplungsgetriebe. Für den kraftvollen Allradantrieb sorgen 226 PS vorn und 383 PS hinten. Und ich kann euch sagen, das kribbelt im Bauch. Und man hat den Anschein, dass die 2,2 Tonnen Gewicht in aller Leichtigkeit von diesem Motor beschleunigt werden. Das beweist auch die straffe Fahrwerksabstimmung und die messerscharfe Lenkung. Hier muss man aber sagen, dass man in Sachen Wendekreis durch den 3 Meter Radstand nicht alle Kurven und Parkmanöver gleich beim ersten Mal schafft, aber der große Wendekreis fällt natürlich nicht ins Gewicht, wenn man mal die anderen technischen Finessen ins Auge fasst. Der Kofferraum ist unter der Abdeckung etwas kleiner geworden, da hier der Subwoofer der Bose Soundanlage liegt. Ansonsten hat sich da nicht viel verändert. 480 Liter normal und mit runtergeklappten Sitzen sind es dann 1540 Liter Gesamtvolumen. Ein weiterer Beitrag zur Alltagstauglichkeit, der ist natürlich auch, dass du unter anderem die elektrische Heckklappe mit dem Schlüssel öffnen kannst und natürlich auch dann wieder schließen. Außerdem kannst du den Wagen auch wieder, wie beim IONIQ 5, mit dem Schlüssel nach vorn und nach hinten fahren lassen, falls dich mal jemand wieder einparken sollte. Schauen wir mal in den PS Sportler rein. Auffällig sind hier als erstes die beiden dunkel gehaltenen 12,3 Zoll Displays. In einem Display hast du alle Fahrinformationen und der andere bietet dir als Touchscreen die bekannten Infotainment- und Einstellungsangaben. Übrigens, jetzt mit neuem Design der Menüstruktur, die, wie ich finde, sehr gut gelungen ist. Der dunkle Himmel sowie die schalenförmigen Sportsitze runden hier das Paket noch ab. Auch neu: Es gibt wieder eine Mittelkonsole mit Beinpolstern, die hier bei rasanten Fahrten natürlich noch mehr Halt bieten soll. Cupholder, die verstellbar sind, und die induktive Ladung deines Smartphones sowie USB-C-Anschlüsse und 12-Volt-Steckdosen, alles dabei. Neu und etwas gewöhnungsbedürftig ist auch der Rückspiegel mit Kamerabild. Zum einen kannst du ihn als normalen Spiegel verwenden und zum anderen dann wie ein Monitor mit Rückfahrkamera benutzen. Auch neu und sehr positiv zu erwähnen ist, dass du jetzt Android Auto oder Apple CarPlay ohne Kabel einbinden kannst. Einfach nur Telefon per Bluetooth koppeln, Einstellung konfigurieren und los geht's. Auch der hintere Bereich des IONIQ 5N ist absolut alltagstauglich. Hier genießt du die große Beinfreiheit und fürs Entertainment sind natürlich auch USB-C-Anschlüsse und sogar eine Sitzheizung in zwei Sitzen verbaut. Kommen wir zur Nachtfahrt. Hier muss ich sagen, wirkt alles nochmal ein wenig besser auf mich. Ich fahre gern nachts und schon beim Öffnen des IONIQ 5N gibt es wieder verbaute Kleinigkeiten, die einfach nur schön sind. So leuchten zum Beispiel die N-Symbole in den Schalensitzen durch die Frontscheibe, was echt Hammer aussieht. Auch das Heck mit der zusätzlichen adaptiven Bremsleuchte und dem LED-Pixel-Design ist eine Augenweide. Beim Einsteigen begrüßt dich dann die LED-Beleuchtung im Innenraum und jetzt wird gestartet. Auch hier kleine Animationen in den Displays und alle Daten perfekt im Überblick. Wem die Helligkeit der Armaturen zu hoch ist, der kann das natürlich im Menü regulieren. Wenn man dann rausschaut, so machen die Voll-LED-Projektionsscheinwerfer im Pixel-Design einen guten Job. Du kannst hier die Leuchtweitenregulierung manuell steuern und auch beim Verwenden des Fernlichts kannst du eventuelle Hindernisse in der Nacht gut erkennen. Gerade Kurvenfahrten, die machen ja am Ende deutlich mehr Spaß. Ich bin hier mal im Kreisverkehr gefahren, um die Ausleuchtung zu testen und kann sagen, dass man alles wirklich gut erkennen kann. Was auch wieder ein witziges Detail ist, wenn man den Fahrmodus wechselt, ändert sich auch im Innenraum die Beleuchtung. Grün für Eco, Blau für Normal und Rot ist natürlich dann für den Sportmodus reserviert. Auch das Einparken funktioniert natürlich super in der Nacht. Dank der verbauten Kameras und Assistenten verlierst du nie den Überblick. Witzig finde ich auch, dass du über die verbauten Kameras vorn und hinten während der Fahrt über den Schalter immer schauen kannst, was so um dich rum passiert. Wenn du dann nach unten schaust und die Temperatur oder die Sitzheizung regeln möchtest, kannst du dank der hintergrundbeleuchteten Tasten alles auf einen Blick erkennen und einstellen. So kannst du dir sicher sein, dass deine Nachtfahrt auf der Autobahn, im Stadtverkehr und natürlich auch auf der Landstraße entspannt und sicher verläuft. Natürlich macht der IONIQ 5N die beste Figur auf der Autobahn. Hier zeigt er alles, was er kann und das ist eine Menge. Mal schnell auf 200 beschleunigen oder einfach vor sich hin cruisen mit dem imitierten Motorgeräusch, kein Problem. Für nicht geübte Fahrer finde ich aber das Beschleunigen dann doch schon bei diesen Geschwindigkeiten gewöhnungsbedürftig. Darum habe ich mir aus Sicherheitsgründen einen Fahrer für diese Autobahnfahrt genommen, denn ich finde, bei hohen Geschwindigkeiten sollte man dann doch nicht mehr selber füllen. Ihr fragt, haben wir die 260 km/h Spitze geschafft? Und ich kann sagen, ja,
das haben wir. Aber nur für kurze Zeit, denn diese Geschwindigkeit ist bei normalem Tagesverkehr durch die Fahrzeugdichte auf der Autobahn schwer zu halten, da immer jemand auf die Überholspur ziehen kann und deine Turbogeschwindigkeit deutlich unterschätzt. Gerade Strecke ohne Fahrzeuge auf der Bahn kein Problem. Der Wagen katapultiert dich in ungeahnte Dimensionen. Die Bremsen sind super. Durch die Rekuperation gehst du vom Gas und wirst je nach Einstellung schon automatisch abgebremst. Musst du dann mal stark bremsen, so bringen sie dich zuverlässig und sicher zum Stehen. Hier kommen, so meine Meinung, auch die Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent, toter Winkelassistent, die verbauten Kameras am besten zum Einsatz. Er klebt mit 200 km/h auf der Straße und du kannst wirklich alles schnell überblicken, dank dieser Systeme. Ich habe euch jetzt mal die Verbrauchswerte so ein bisschen aufgerufen und man kann hier deutlich erkennen, dass der wirklich normal zu fahren ist, aber auch wenn er Leistung abruft, auch Leistung in den Kilowattstunden braucht. Das sind hier noch nicht unsere Werte, das sind noch die Werte vom Autohaus, von der ASL Lichtblau GmbH. Jetzt kommen so langsam unsere Werte, 16.03. hier mal ein Kilometer mal kalt, mal reingetreten, 95 Kilometer. Das war die Autobahnfahrt und zwar über knapp 100 Kilometer, gemischt mit Landstraße und wirklich Kreisverkehr, Kurven, Racing und so weiter und so fort. Immer nur Gas geben und das ist wirklich der Wert, den du dir einkalkulieren kannst, wenn du das Fahrzeug wirklich total beanspruchst. Wir hatten hier 260 km/h auf der Autobahnspitze, teilweise 230, 240, dann wieder runter von der Bahn, dann wieder 120, 160, 150. Das sind so die Werte, wenn du den Wagen richtig doll beanspruchst, bist du hier bei 40 bis 41 Kilowattstunden. Ansonsten geht das natürlich auch total easy. Hier ist das 17.03., das war Landstraßenfahrt. Also so im Durchschnitt 80, 50, 60, 100 und hier sehen die Werte natürlich ganz anders aus. Also hier bist du so Landstraße bei einem Wert von 18,2, 18,7 Kilowattstunden, was eigentlich total ansprechend ist. Also hier wurde auch nicht reingetreten oder mal sondern einfach wirklich mal normal Landstraße, ganz entspanntes Rollen, anfahren, losfahren und so weiter und so fort. In Sachen Stadtverkehr waren, glaube ich, hier so ein Durchschnittwert so die 23 Kilometer, beziehungsweise hier auch mal die 4 Kilometer. Also bist du, je nachdem, wie du das Auto beanspruchst, also jetzt nicht du, sondern wir waren das, zwischen 26 und 35 Kilowattstunden so im Stadtverkehr. Da fährst du aber schon sportlich, ja. Also du kannst ihn, wie gesagt, so um die 20 Kilowattstunden ebenfalls halten, siehst du ja hier. 25 Kilometer, 7 Kilometer, das Stadtverkehr mit dabei. Das geht natürlich auch. Also Stadtverkehr im Mix mit Landstraße, ca. 20, 22 Kilowattstunden. Und wenn du den Wagen dann beanspruchst und richtig trittst, also wirklich richtig alles aus dem Wagen rausholst, dann bist du so bei 40, 41 Kilowattstunden. Schauen wir uns gemeinsam nochmal den Motor an und hier siehst du natürlich, dass Hyundai anstatt den Frunk vorn einfach mal so ein Plastikteil verbaut hat, was sozusagen jetzt über diesen Motor gezogen wurde. Und da hast du natürlich keine Möglichkeit, jetzt irgendwie was zu verstauen. Der Motorraum gehört komplett dem Motor und das ist natürlich auch bei diesem Motor richtig gut. Vorne und hinten, wie gesagt, jeweils ein Motor vorhanden. Und jetzt sagst du dir natürlich, die hätten den Frunk ja irgendwie einbauen können. Aber ich denke mal, das hat ein bisschen was mit dem Thema Stabilität und Fahrzeugkarosserie zu tun, dass man hier einfach mehr Versteifungen gesetzt hat und dass sozusagen jetzt hier der Frunk deswegen weichen musste. Das ist sozusagen meine Vermutung. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr das vermutet, warum jetzt der Frunk fehlt. Aber ansonsten ist das Design des Motors natürlich richtig schick und gelungen. Also wenn du hier die Motorraumklappe aufmachst, dann hast du natürlich auch ein bisschen Spaß reinzuschauen. So, währenddessen wir momentan mit lahmen 80 kW laden, bis 150 stand dran an der Säule, aber mal gucken, ob er noch hochgeht. Gucken wir uns einfach mal die Menüstrukturen hier im Fahrzeug an. Also das Lenkrad ist schon mal eine Wucht und du kannst hier auch eine ganze Menge mit einstellen. Das zeige ich euch aber mal während der Fahrt. Was ganz gut ist, ist, dass wir uns hier mal das Infotainment-Display anschauen. Und wir sehen natürlich auch dieser schwarze Hintergrund. Ja, ich habe es ja schon gesagt, im IONIQ 5 war alles so ein bisschen zweigeteilt und hell. Und hier gehen sozusagen die 12 Zoll
Displays ineinander über. Finde ich persönlich ein bisschen besser. Und wenn du jetzt im Setup-Menü drin bist, erkennst du natürlich auch die neue Menüstruktur von Hyundai. Bei den allgemeinen Einstellungen kannst du natürlich auch wie im normalen IONIQ 5 alles hier steuern, von Tastatur, Datum, Uhrzeit etc. Das kennt ihr ja bestimmt schon. Und in den anderen Einstellungen ist dann auch nicht so viel dazugekommen. Das betrifft meistens dann wirklich die N-Einstellung. Das normale Menü ist eigentlich gleich. Das kennen wir schon vom Kona. Und jetzt gehen wir mal in das Home-Menü zurück. Und hier über den N-Modus, da bekommst du natürlich dann alles, was dein Hyundai IONIQ 5N mag. Nämlich die Racing-Einstellung. Und da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten vom Drift Optimizer. Wird dir dann übrigens nochmal erklärt. Also das ist sozusagen so gemacht, dass du hier alles nochmal nachlesen kannst, wofür das ist. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Auch bei Endrace geht dann sozusagen hier alles nochmal erstmal in die Erklärung rein. Und das finde ich natürlich total super, weil du kannst dich dann, wenn du den Modus eine Weile nicht benutzt hast, nochmal ganz kurz reinlesen, wofür der eigentlich ist. Und sehr gut. Also bevor du hier sozusagen irgendwelchen Quatsch einstellst, hast du erstmal die Möglichkeiten, hier nachzulesen. Bei der Batterie ist es natürlich auch hier so ein bisschen, naja, normal. Also hier ist nicht allzu viel los. Hier unten nochmal die verschiedenen Heiz- und Lüftungsstufen für die Sitze. Und das ist natürlich genial. Also du hast für Fahrer und Beifahrer hier Sitzheizung, Sitzbelüftung. Und du hast natürlich auch noch die Lenkradheizung, gleichzeitig der Beifahrer. Und hinten gibt es dann auch nochmal Sitzheizung pur. Also hier fehlt dir an keinem Luxus. Im Sommer wird gelüftet, im Winter wird geheizt. Und das auf allen Sitzen, die hier zur Verfügung stehen. Eine richtig coole Geschichte. Jetzt möchte ich euch natürlich noch einige Fahrerfahrungen aus den letzten 3 Tagen so ein bisschen mitteilen. Und ja, für den einen oder anderen vielleicht interessant, wenn er sich für den Wagen interessiert. Das Erste, was jetzt hier deutlich zu hören ist, ist natürlich das Brummgeräusch, also das Motorgeräusch, was natürlich richtig gut ist. Aber auf langen Strecken, wenn du jetzt Landstraße fährst oder längere Strecken fährst, ja, wenn du kein Radio anhast oder so, dann ist es ein bisschen zu offensiv. Aber das kannst du natürlich regeln, indem du deinen Drive-Modus veränderst. Auf Sport brummt es natürlich dann nochmal richtig doll und dann geht es natürlich nochmal auf Eco. Und den Eco-Mode musst du dann einstellen und dann hörst du natürlich auch hier im Fahrzeug, ist das Motorgeräusch, das imitierte Motorgeräusch, nicht mehr so stark wie zum Beispiel jetzt im normalen Modus. Ja, im normalen Modus geht es dann richtig zur Sache. Und jetzt machen wir jetzt machen wir den Eco-Modus. Und du hörst, das ist deutlich weniger. Und das lässt sich dann wirklich schon fahren. Da denkst du so ein bisschen, der Motor rollt bzw. brummt. Und hier hast du die Möglichkeit, wie gesagt, das so ein bisschen zu regulieren. Ja, jetzt gehen wir nochmal auf den, jetzt ist der normale Modus. Und jetzt hörst du natürlich ja, das Brummgeräusch. Und ich lasse es mal drin, weil es einfach jetzt auf kurzer Strecke richtig gut ist. Was du natürlich jetzt hier in der Anfangszeit mit dem Auto bekommst, sind Blicke auf der Straße ohne Ende, aber meistens von Männern. Ja, das heißt, es gibt lustige Stories, wenn du hier so ein bisschen in der Stadt rumfährst und so einige Dinge beobachtest, dass dann sozusagen Mann und Frau nebeneinander laufen. Und die Frau erzählt und der Mann guckt eigentlich nur zu diesem Auto und ist natürlich interessiert, weil der natürlich in der blauen Farbe und dem matten Lack und mit den ganzen Verbreiterungen richtig auffällig ist und natürlich auch nach außen hin diese Motorgeräusche teilweise transportiert. Das hört man dann auch. Und das ist immer relativ lustig, wenn du sozusagen hier auf dem Parkplatz fährst oder irgendwo anders. Der Deutsche ist ja nicht mehr so, dass er sagt, Mensch, ich geh mal hin und frag den mal und so weiter und so fort. Da ist ja nicht mehr so viel los. Jeder traut sich ja nicht mehr so doll. Aber ich hatte auch so schöne Erfahrungen, wo ich jetzt hier aufgezeichnet habe, am Wasser und mit dem Wagen unterwegs war und teilweise mal stand, kamen dann schon einige Leute und was ist denn das für ein Auto? Und der sieht ja aus wie ein Rennauto, aber das ist ein Elektroauto. Und das ist so die Geschichte, die man so ein bisschen verständlich erklären kann. Den Leuten, viele wissen das nicht, dass es auch geht,
halt den Spagat zu bekommen zwischen Elektroauto und Rennauto mit natürlich dieser Motoren- bzw. Motorsimulation. Und das macht echt richtig Spaß, also sich mit den Leuten zu unterhalten, denen auch die Fragen zu beantworten. Und da gab es wirklich viele, viele Blicke und die besten Blicke waren wirklich, wie gesagt, die von den Männern, die mit ihren Frauen unterwegs waren und dann sozusagen hier öfter mal geguckt haben. So, jetzt kommen wir hier so ein bisschen aus der Ortschaft raus und können natürlich mal ein bisschen loskicken. Freunde der Kultur, es macht Spaß, hier zu fahren. Ja? Und das Ganze dann natürlich mit dem Wagen und da geht's ab wie Tonschuh. Was jetzt auch schon geht, wie beim Kona, ist natürlich, dass du mit dem Handy das Fahrzeug hier öffnen kannst, beziehungsweise den Wagen aufmachen kannst. Du brauchst die BlueLink App und du brauchst dazu die zwei Fahrzeugschlüssel und kannst dann sozusagen einprogrammieren, dass du mit dem Handy hier dein Auto öffnest und natürlich auch wieder schließt. Da brauchst du dann sozusagen jetzt nicht mehr den Schlüssel, der hier sozusagen rumliegt, sondern du kannst das auch jetzt hier bei dem Auto, bei dem Hyundai Ioniq 5N mit dem Handy regeln. Und das Handy muss natürlich auch den NFC-Chip drin haben, der natürlich dann wiederum die ganzen Sachen liest. Also zwei Schlüssel, Handy mit NFC-Chip und BlueLink-App. Und dann kannst du das Auto auch mit dem Handy öffnen und schließen und natürlich über die BlueLink-App eine ganze Menge mehr machen. Und ich habe mich natürlich auch mit mehreren Leuten unterhalten, die den Wagen hier so gefahren haben. Und wir haben uns so überlegt, wenn man das Auto besitzt, würde man dann auch entspannt mit dem Auto fahren. Ich stelle mal das Brummgeräusch ab, damit es sozusagen so ein bisschen in die Entspannte geht. Und ich würde sagen, ja, wenn es auf Landstraße geht und wenn es so ein bisschen ruhig und entspannt zur Arbeit geht, ein bisschen Musik an, mit dem Bose Soundsystem übrigens, ein absoluter super Sound hier drin. Deswegen ist ja der Kofferraum ein bisschen kleiner geworden, weil hinten der Subwoofer drin liegt. Aber man kann, wie gesagt, über Landstraße richtig entspannt fahren, das geht. Ich würde aber sagen, Autobahn und gerade wenn es freigegeben ist und wenn du dir so ein Auto kaufst, bist du da nicht mehr so viel der entspannte Fahrer, der jetzt sozusagen hier sich direkt in dem Bereich zwischen 100 und 140 bewegt, wenn das alles freigegeben ist. Da fährst du natürlich auch schon mal anspruchsvoller und natürlich auch sportlicher, weil es einfach Spaß macht, auch gerade in Kurven. Die Auffahrten von den Autobahnen machen natürlich auch richtig Spaß mit dem Auto. Du hängst hier sozusagen direkt in den Schalensitzen drin. Dadurch, dass hier die Mittelkonsole dazugekommen ist, ist es natürlich so, dass du hier auch einen guten Halt hast. Das werden die wahrscheinlich so gemacht haben, dass du hier durch diese Mittelkonsole einfach mal einen besseren Halt hast, gerade als Fahrer. Es wippelt dich ja sozusagen in der Kurve rum und du hast natürlich auch hier verschiedene Kräfte, die auf dich einwirken. Und da ist so eine Mittelkonsole, die jetzt dazugekommen ist, natürlich die richtige Lösung. Und deswegen hast du hier richtig Halt drin und du siehst natürlich auch über die Displays und über diese ganzen anderen Instrumente, die hier dazugekommen sind, unwahrscheinlich viel, hast immer die Übersicht und du hast jetzt den Boost Mode und mit dem Boost Mode kannst du natürlich über 10 Sekunden dann die vollen 650 PS beanspruchen. Da hauen dich natürlich die Kräfte direkt in den Sitz rein und das ist eine Sache, die richtig Spaß macht und gerade auf der Autobahn während der Fahrt kannst du den Boost aktivieren und natürlich auch aus dem Stand heraus. So haben wir es meist immer gemacht und das macht Spaß. Wie gesagt, ich bin kein Rennfahrer und ich bin auch kein Motorsport-Experte. So, gerade Strecke, Boost Mode, zack, ready, steht da und dann geht's los. Ui, das ist wie Achterbahnfahren. Das ist wirklich wie Achterbahnfahren und also macht Spaß, also macht wirklich richtig Spaß. Natürlich, wenn du es kontrollieren kannst, du musst natürlich auch wirklich das Lenkrad halten. Hier wirken Kräfte, aber wie gesagt, es macht einfach Spaß und dieser Boost-Modus ist eine Spielerei, die einfach nicht fehlen darf in so einem Auto. Ja? Und vom Fun-Faktor her wirklich eine 1 von 10 und vom Fahrfaktor her. Bei dem Fahrwerk haben wir schon ermittelt, das kannst du natürlich auch noch anpassen. Und beim Fahrwerk ist es so, dass du jetzt auf der Straße und natürlich auf geraden Strecken richtig wie eine Flunder auf der Straße klebst, auch durch die breiten Reifen und durch das Ganze mit der Abstimmung und so. Und bei huckeligen Pisten ist es dann doch schon ein bisschen unangenehm. Also wenn du jetzt so über Kopfsteinpflaster rollst, beziehungsweise viele
Bodenwellen dabei hast und so. Das ist natürlich eine Sache, die macht dann mit so einem sportlichen Auto nicht so richtig Spaß. Aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Das Auto soll auf die Straße und auf die glatte Strecke, auf die Rennstrecke, wenn möglich. Und da macht das Auto richtig viel Spaß. Was ich auch gemerkt habe beim Fahren ist, dass du wirklich die Geschwindigkeit so bis 150, 170 überhaupt nicht merkst. Also wenn du jetzt so die Beschleunigung aktivierst, merkst du nicht, dass du bei 150 bist auf einmal oder merkst du auch nicht, dass du bei 170 bist. So ab 190 wird es dann schon dann doch anspruchsvoller, auch so vom Handling her. Und ich meine, bei 260 brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Da musst du natürlich alles dran haben und die Konzentration muss hier sozusagen im Kopf drin sein, weil das ist eine Geschwindigkeit, die man wirklich selten fährt. Wir haben die 260 angekratzt, wir haben die auch gefahren, aber nicht sehr lange. Also für unerfahrene Fahrer in dieser Geschwindigkeitsregion ist das nicht empfehlenswert. Du willst es natürlich mal probieren, ist klar. Und du kannst es zum Glück in Deutschland noch probieren. Es gibt noch freie Strecken auf der Autobahn, obwohl es immer weniger werden. Aber so, naja, wie gesagt, 150 bis 200 dran, absolut entspannt. Und ab 190 wird es dann doch schon ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen anstrengend, den Wagen zu handeln. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Ja? Der eine fährt gern 250, ist natürlich auch sicher in dieser Geschwindigkeit. Und der andere, der mag diesen Anzug. Weil ich würde mir das Auto kaufen, nicht wegen der Höchstgeschwindigkeit, sondern einfach wegen dem Bums, der beim Gas geben und natürlich auch dann beim Fahren dahinter steht. Du kannst einfach alles, was möglich ist, auf dieser Straße geben. Und der Wagen zieht mit und der Wagen haut dir sozusagen die Performance um die Ohren, sodass es für deine Ansprüche immer zu viel sein wird, was dir das Auto bietet. Also ich finde es schön und da hat Hyundai wirklich richtig exzellente Arbeit geleistet. Und ich war ja auch immer so der Mensch, der sagt, Mensch, den Motor muss ich hören und Elektroauto, da fehlt das Feeling. Du kannst ja zwar das Radio anmachen, aber das Ding ist immer leise, man hört es nicht. Und irgendwo, wenn man so vom Verbrenner wechselt auf die Elektrogeneration, fehlt dir dann immer noch ein bisschen was. Und das, wie gesagt, hat Hyundai mit dem Auto geschafft, wirklich die Verbrennerfans auf das Elektroauto ziehen zu können. Natürlich nicht alle, es wird immer Ausnahmen geben. Es gibt auch Vorteile vom Verbrenner und Nachteile, wir wissen es alle. Aber die Performance, die kriegst du auf die Straße. Das heißt praktisch, du hast hier so ein Motorengeräusch und du hast natürlich auch Schaltwippen und du kannst über die Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, was hier emittiert wird, natürlich auch schalten und Bums und Wallera hier an den Schaltwippen, gar kein Problem. Also du kannst auch mal so die traditionelle, normale Verbrennerfahrt simulieren und das ist natürlich eine richtig tolle Geschichte hier im Hyundai Ioniq 5N. Und das zeichnet dieses Auto aus und hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, also das kenne ich jetzt von den Elektroautos, die sozusagen auch in der Preisklasse rumschwirren, kaum. Und ich glaube, damit wird Hyundai richtig gut fahren. Alle anderen würden es irgendwann mal imitieren bzw. nachmachen. Das wird bei anderen Fahrzeugen auch kommen. Aber jetzt momentan hat Hyundai wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal, hier Verbrenner-Emotionen in ein Elektroauto reinzubekommen. So, ich fahre jetzt mit euch mal Kopfsteinpflaster. So, dass, ich meine, das kann man jetzt irgendwie simulieren oder was. Vielleicht seht ihr das, vielleicht merkt ihr das an der Karosserie. Kopfsteinpflaster kann er, wie gesagt, auch ab, aber durch das straffe Fahrwerk ist natürlich das Fahrgefühl hier nicht so angenehm. Aber eine große Strecke, alles kein Problem. Also das ist jetzt auch nicht so, dass der sozusagen hart wie ein Holzbrett auf der Straße liegt. Der macht hier schon noch einige Dinge, die dich so ein bisschen vom Fahrkomfort verwöhnen. Aber er ist für die Straße und nicht fürs Kopfsteinpflaster. Auch beim Parken, siehst du jetzt gerade, hast du natürlich alle Möglichkeiten der Welt. Du kannst hier rückwärts fahren. Du siehst hier mit dieser Grafik natürlich auch die Seiten. Du siehst hier deine Lenkung, die du hier simulierst. Dann guckst du mal rundum, was hier so los ist. Siehst die Animation von dem Auto. Könnte hier noch irgendwas stehen? Das ist vom Ioniq 5 übernommen. Ist natürlich ein cooles Parksystem und macht richtig Spaß. Dann kannst du natürlich auch noch die Kameras wechseln. Das heißt praktisch, wenn du jetzt fährst, wir fahren mal wieder über das Kopfsteinpflaster zurück. Wenn du jetzt fährst, hast du die Möglichkeit, hier nochmal
die Rückfahrkamera zu aktivieren. Du siehst sozusagen in deinem riesengroßen Monitor, was hinter dir passiert. Und du kannst über dieses Fenster auch nochmal die Frontkamera aktivieren. Also du kannst vorne auch nochmal gucken, ob vor dir irgendwas ist, beziehungsweise hinter dir irgendwas ist. Das ist natürlich für einige Parkmanöver eine absolut schöne Geschichte. Hier gibt es dann auch noch den Erweiterungsmodus. Da kannst du dann auch nochmal hier direkt drauf gucken. Hier gibt es auch nochmal den Erweiterungsmodus, da kannst du dann sozusagen jetzt nochmal den vorderen Winkel einstellen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die richtig Spaß machen, und wenn du sie weißt und nutzen kannst, dann sind die natürlich auch richtig hilfreich. Ja? Totwinkelassistent natürlich auch dabei mit verbauten Kameras in den Rückspiegeln, ob hier rechts oder natürlich auch hier links. Du siehst den Radfahrer, der deinen Weg kreuzt, und du siehst natürlich alles im toten Winkel, was dir hier begegnet, haben sie auch wieder mit übernommen. Ist natürlich auch eine klasse Sache. Also der Schulterblick, der ist bei mir sozusagen von der Reflexion immer noch drin. Aber ansonsten guckst du in den Monitor und schaust einfach, ob irgendwas in deinem toten Winkel hängt, und dann kannst du fahren. Kommen wir mal zum Fazit, und ich ziehe jetzt mal einfach Fazit von meinen 3 Tagen ohne Textvorbereitung, ohne Konzept oder irgendwelche anderen Dingen. Ich kann einfach so ein bisschen frei aus der Seele reden, und ich muss ehrlich sagen, ich war vorher wirklich nicht überzeugt. Ich war so mehr der Benzin-Diesel-Typ, wo ich sage, wie kann man diese Emotionen auf die Straße bringen von Schnellfahren, von Rennenfahren und natürlich auch noch vom Feeling. Aber Hyundai hat es wirklich mit diesem Auto als einer der ersten Hersteller geschafft, Emotionen mit Elektroantrieb zu verbinden. Und dank der Fahrgeräusche, die im Innenbereich herrschen, dank der ganzen Statik und dank der ganzen Performance, die dieses Auto bietet, denn du hast natürlich bei den elektronischen Einstellungen richtig viele Möglichkeiten, alles nochmal exakt zu steuern und direkt einzustellen. Ich bin kein Rennfahrer. Ich bin jemand, der wirklich mal gern schnell Auto fährt, den Anzug mag, beziehungsweise wenn man so ins Gas tritt, dass man da so richtig schön festgedrückt wird in den Sitz. Und da ist natürlich alles klar bei Hyundai mit den Schalensitzen und einfach dieses Cockpit, was sozusagen nochmal extra für diesen Wagen angefertigt und konzipiert wurde, ist einfach genial. Also du hast wirklich einen, ich sag mal, Familienwagen, packst die Familie ein, fährst mit der, natürlich ordentlich und vernünftig, und wenn die Familie raus ist, kann der Papi auch mal richtig Stoff geben. Natürlich kann die Mami auch mal richtig Stoff geben, warum nicht? Und vom Prinzip her hast du wirklich den Alltagswagen verbunden mit einem Rennauto. Du kannst auf die Rennstrecke fahren mit diesem Fahrzeug und kannst einfach mal die Performance testen. Dafür ist der Wagen gedacht. Natürlich ist er nicht ganz günstig, mit Einstiegspreisen von 75.000 Euro müssen wir hier rechnen. Aber ich sag mal, wer das Geld in der Tasche hat, wer Spaß haben will und wer gleichzeitig im Alltag ein schönes Auto haben möchte, der kann natürlich hier beim Hyundai Ioniq 5 mal vorbeischauen. Der ist nicht nur für PS-Junkies. Du kannst ihn dir auch ganz normal machen lassen. Das heißt, ein schlichtes Schwarz, ein schlichtes Grau oder halt eine Farbe deiner Wahl. Geht natürlich auch in Weiß. Und dann hast du ein Auto, was man so direkt nicht allzu doll erkennen kann. Natürlich die Spezialisten, die werden es sehen. Vorne am Frontgrill und natürlich auch noch hinten am Heck. Es wird definitiv wahrscheinlich auch noch eine Ioniq N-Line-Version geben. Davon bin ich direkt überzeugt. Das heißt, die normalen Ioniq-Daten sind dann hier im Auto verbaut, und du hast natürlich nur im Außenbereich und im Innenbereich ein paar nette Accessoires, die so ein bisschen N-Line-Performance bieten. Warum auch nicht, wenn du das Aussehen haben möchtest und die Performance nicht brauchst. Allerdings ist natürlich dann die Preisfrage ein kleines Thema. Ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, 20 Millionen Menschen müssten mein Video schauen, damit ich mir den Wagen kaufen kann, und das inklusive Mehrwertsteuer. 75.000, wie gesagt, ist der Anfangspreis. Da gibt es noch ein paar kleine Extras und Highlights, da geht es dann auch noch ein bisschen nach oben. Da gibt es dann noch mal ein extra Glasdach und einige Feinheiten im Innenraum, die man dann noch verändern kann. Alcantara und so weiter und so fort. Aber viel Luft nach oben ist da schon nicht mehr. Also die 75.000, die sind glatt. Und wer sich den Spaß gönnen möchte, ich gönne es euch definitiv, weil dieses Auto ist wirklich dieses Geld wert. Andere Hersteller bieten natürlich auch Leistung und Performance und viele, viele Dinge. Aber hier wird das umgesetzt in Emotionen. Benzin mit Elektroantrieb verbunden durch diese Geräusche, durch diese Fahrperformance. Und ich kann wirklich nur noch einen dicken Daumen nach oben gehen. Hyundai Ioniq 5, das beste Auto, was ich in meiner YouTube-Karriere jemals gefahren habe. Und damit danke ich euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video, und ich sage tschüss, bye bye und winke, winke.